Hallo meine Lieben, neues Orakel hier bei mir. Ich freue mich drauf, dass ihr dabei seid und wir schauen es uns jetzt einmal an. So. Also ein bisschen bitte aufpassen auf den Magen- und Darmbereich, der liegt also wirklich schon gleich auf. Das ist so eine Sache, die du nicht außer Acht lassen solltest, ja. Vor allem, weil es gleich doppelt angezeigt ist, bitte hier ein bisschen drauf achten. Vielleicht bist du im Moment gerade ein bisschen übernervös. Man sieht aber auch tatsächlich, dass du angespannt bist. Ja, das ist da. Er liegt aber hier mit dem Gelingen, auch mit der festen Verankerung und der Verbindlichkeit direkt im zentralen Kartenbild. Drüber zwar noch die Schlange, die aber hier ein falsches Spiel spielt. Die merkt, sie kommt mit ihren Spielen auch gar nicht weit. Da kommt, wenn hier eine materielle Sache rein, eine materielle Erpressung oder etwas, vielleicht geht es um materielle Güter oder bei einer Trennung oder Scheidung, ähnliches darum, ja, dass hier einfach noch das Materielle so im Vordergrund steht oder sie da versucht, etwas zu erpressen. Das wird ihr aber gar nicht so richtig gelingen, ja. Da reagiert er auch ganz cool drauf, muss man sagen. Das ist in jedem Fall gut. In der Liebe geht es auf jeden Fall mit Fortschritt, Stabilität, Treue und Achtung weiter. Auch eben die Veränderung in die feste Partnerschaft. Der Anfang ist gegeben, ja. Er wird über seine Gefühle in jedem Fall sprechen. Er findet dich auch anziehend. Da ist ganz viel Power im Grunde jetzt schon mal dahinter, wenn ich das sehe. Und man sieht, dass er wirklich hier jetzt endlich ganz klar sprechen wird. Ganz, ganz, ganz klar wird er hier sprechen. Und das ist schon mal das große Glück, was hier einfach auf euch zukommt. Ja? Vertraue auch mehr deiner eigenen Intuition. Du stehst dir das ein bisschen selber im Wege. Ja? Zügel dich aber auch mit gewissen Handlungen, die so schon fast in Richtung Stalking, Nerven oder Ähnliches gehen. Ja? Das sieht man einfach. Hier wirklich die Verabredung. Die kommt, die wird richtig schön werden und du wirst dich sehr darüber freuen. Im beruflichen Bereich heilen auch Wunden. Das kann jetzt sein, dass vielleicht gab es in der Vergangenheit mal Probleme mit Kollegen oder Ähnlichem. Das ist jetzt positiv und kleine Zugewinne im finanziellen Bereich sind ebenfalls möglich. Mucho, mucho amor.